Mittelhessische Feierstunde inklusive Deutschnachhilfe. Jubel über den dritten Sieg in Folge, 80-73 gegen Baunach. Platz 5 in der zweiten Bundesliga. Die 46ers haben sich inzwischen nicht nur konsequent in die Saison reingekämpft, auch die Spielzüge sehen inzwischen richtig gut aus. Wir haben von Anfang an konsequent gespielt, wir haben die freien Männer gesehen und wir haben einfach von Anfang an 100% gegeben und ja, ich denke, das war jetzt der Ausschlaggebende. Gegen die Franken mit Ex-Nationalspieler Steffen Hamann knüpften die Gießener da an, wo sie am Freitag beim 80-52 Sieg in Scheltlingen aufgehört hatten. Auch ohne die verletzten Jonathan Malou und Jorman Pollas-Bartolo bereits nach 4 Minuten die 5-Punkte-Führung. Allen voran Kapitän Anthony Di Lio mit insgesamt 15 Zählern und 9 Assists bester Mittelhesse des Abends. 28-17 Führung nach dem ersten Viertel. Die Baunacher trafen, wenn, dann nur aus der Distanz, während die 46ers im zweiten Viertel sogar auf 15 Zähler davonziehen konnten. Doch ganz so leicht wollte es der fränkische Kooperationspartner von Bundesligisten Bamberg den Mittelhessen nicht machen. Topscorer Markus Knight mit 21 Punkten, Halbzeitführung für Gießen 44-34. Im dritten Viertel sollte der Aufsteiger aus Baunach dann sogar auf 3 Zähler herankommen. Gießen schien gegen die umgestellte Ballraumverteidigung plötzlich das Wurfglück verlassen zu haben. Doch ehe bei den knapp 2300 Fans in der Sporthalle Ost das große Zittern begann, Trainer Dennis Wucherer mit der Auszeit. Und im Gegensatz zu früheren Spielen können sich die 46ers inzwischen das Momentum wieder zurückerobern. 59-53 vor dem Schlussviertel. Und die Mittelhessen konnten ihren Vorsprung sogar wieder etwas ausbauen. Anthony Di Lio mit der Vorentscheidung. Zweitbester Werfer bei den Rotgedressten an diesem Abend Eric James Palm mit 14 Zählern. Am Ende gewinnen die 46ers 80-73. Es war ein hartes Spiel, hart umkämpft, kam schlecht ins Spiel rein, haben defensiv zu viele Punkte zugelassen und hat dann als Genick gebrochen. Dürfte nicht gefallen. Ich denke, Baunach, die sahen sehr müde aus von Anfang an und ja, ich denke, wir haben 100% von Anfang an gespielt und das war das Ausschlaggebende. Die Gießen 46ers verlassen auch die zweite Partie dieses Doppelspieltags als Sieger. Da kann man dem US-Amerikaner Eric James Palm auch mal den gemeinsamen Jubel auf Deutsch beibringen.